Da kommt mein Getränk. Dankeschön. Ich habe einen Pina Colada ohne Alkohol bestellt und bekommen habe ich einen mit. Also wenn ich nachher lustige Lieder singe, Schnucki, dann weißt du Bescheid, ne? Ich bin nicht schuld. So, und gleich geht's zum Bowlen. Ne, Schnucki? Ja. Hanna ist mit ihrer komischen Schlange da beschäftigt. Okay, so, wir sind jetzt hier beim Bowlen. Hanna sucht sich eine Kugel aus. Sechs. Ja, dann nimm sechs. Und los. Die Cola ziemlich gut. Naja. So, jetzt. Nicht werfen. Oh mein Gott. So, Hanna nimmt jetzt eine Hilfe. So, und jetzt wird die Kugel hier raufgelegt. Und dann. Du, das sieht gut aus. Mega! Richtig cool. Und jetzt schieben wir den hier rüber. Oh. Oh, knapp. Oh, die hat auch schon wieder einen Dralde. So, ich zeige euch mal den aktuellen Zwischenstand, sobald das da in der Mitte weggeht. Hanna hat 26, ich 20. Und der Papa hat 20, glaube ich auch, ne? Oder 21. 21 bedeutet ja wohl, dann bin ich das Schlusslicht, ne? Ja, ein Punkt vor mir. Du bist wieder, Hanna. Je höher die Zahl, desto schwerer. Und desto größer die Löcher. Zweitausend Jahre später. Boing. So, unsere letzte Runde. Aktueller Zwischenstand. Hier vorne ist unser erstes Spiel. Und da hinten ist das aktuelle. Und Hanna spielt jetzt ihre letzte Runde. Okay, das filmen wir mal lieber nicht. Loser. Ich sag euch, Papa wird, glaube ich, ein Loser. Meinst du? Ja. Oh. Oh. Zum Schluss. Zeit abgelaufen. Bitte am Counter melden. Guck mal, das passt. Aber warum... Ist das unser aktueller Stand jetzt? Aber Print funktioniert wieder nicht, ne? Ich stehe jetzt bei den Wasserbubbles und gleich darf ich in einen davon rein. Ja, es sind zwei große und einer ist ein bisschen kleiner, ne? Den möchtest du? Der schwimmt auch gerade zu mir. Rot, nämlich. Okay, ich mach jetzt durch den Reißverschluss auf. Und dann klappt das bisschen vorsichtig rein, okay? Ja. Pass auf, geht weg ab. Ich lasse gleich ein bisschen See durch. Jetzt kriegt vielleicht noch Luft wieder. Genau. Und wir stecken mit diesem Lauf. Alles okay? Ja? Dann kannst du zum Wasser. Ach so, sie kann gar nicht viel weiter als dieses Ding da. Ich werde hier jetzt mal hinterher. Verständlich. Ich hoffe, dass sie zurückkommen. Nee. Ja, da hinten seht ihr die Hausboote, die kann man auch mieten. Die Tretboote, die Schwäne. Und Tada. Wie ein Hamster im Rad. Oder am Laufball. Es ist hier
hier mega warm, aber jetzt aus dieser Bubble ist es hier fast angenehm, oder? Ja, sogar eiskalt. Und da war es richtig heiß drin. Aber du hast das am Ende nachher richtig gut gemacht. Das ist auch, da dringt ja auch keine Luft nach außen, Hanna, an diesem Ball, sonst würdest du ja nass werden. Guck mal, du bist staubtrocken. Stimmt's? Ja. Außer verschwitzt. Ja. Puder. Wir sind jetzt unter dem Aquamundo. Und so sieht das dann aus. Laut! Das ist der Ventilator für das Wellenbad. So, jetzt seht ihr das Aquamundo. Auch mal leer. Jetzt geht's zum Water Rafting. Oh, Entschuldigung. Schnucki, denk an deine Partnerin. Das ist die Wildwasserbahn. Da fährt man normalerweise ohne diese schwarzen Dinger runter. Aber das ist halt dieses Wildwater Rafting. Das kann man dazu buchen. Tschüss! Weißt du denn noch, welche das war? Ach so, okay. Ja, dann los. Da unten ist gerade ein Tauchkurs. Das Go-Go-E-Boot oder wie das heißt. Elektroboot. Das war ja richtig langsam. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen Dampf zu geben mit dem Tretboot, ne? Schneller! Schneller! So, jetzt sind wir am Bootsverleih. Wir haben aber schon den Schlüssel. So, und jetzt können wir uns hier einen Schwan aussuchen. Eins mit Teppich, würde ich sagen. Auf geht die wilde Fahrt. Oh, ich glaube, wir müssen ein bisschen langsam machen, damit wir hier rumkommen. Das ditchen wir da an den nächsten. Das ist doch egal. Ist doch egal. Naht, naht. Naht, naht. Oh, Hilfe. So, wir fahren jetzt noch auf unserem Tretboot und hinter uns ganz viele Gänse. Oh je, ich sehe aus. Es ist Montagmorgen. Wir müssen jetzt auschecken. Wir haben alles gepackt. Ich stehe vor unserem Häuschen. Mein Auto steht da hinten schon hinter den Büschen. Das Ego-Kart oder wie das heißt, ist auch schon weg. Und ich wollte nur noch mal zusammenfassend sagen, dass es uns hier wirklich super gefallen hat. Der Papa und ich, wir waren ja vor 15, 20 Jahren schon mal hier. Und da aber wirklich nur über ein Wochenende. Das war echt kurz. Also so eine ganze Woche waren wir noch nie hier und schon gar nicht mit Kind. Und es war wirklich super. Das Einzige, was uns negativ aufgefallen ist, aber das ist halt Pech, dass diese Seilrutsche und dieses Bungee-Jumping nicht funktionierte. Das lag daran, dass das Boot kaputt war. Und so ist das einfach, ne? Manchmal gehen Sachen kaputt.
kaputt, da steckt man nicht drin. Dann dieses Gogo-Elektroboot. Wir waren ja nun gestern nochmal mit dem Schwan-Tretboot fahren und da sind andere Leute mit dem anderen Gogo-Elektroboot gefahren. Und das ist bestimmt dreimal so schnell gefahren wie unseres. Also gehe ich mal davon aus, dass entweder unseres kaputt war oder der Akku leer, obwohl es gesagt hat, der Akkustand ist voll. Keine Ahnung. Also will ich jetzt dieses Gogo-Elektroboot nicht komplett zerreißen. Wir hatten wahrscheinlich einfach Pech mit unserem, was wir da ausgeliehen haben. Und Essen war gut. Hier sind ja Restaurants, wo man essen gehen kann. Das Haus war super, wobei ich jetzt sagen muss, wir hatten ein VIP-Haus, das hatte ich gebucht. Also das ist nichts bezahlt oder so, gesponsert, gar nichts. Das haben wir selber bezahlt. Und es gibt ja auch Baumhäuser mit einer Rutsche runter. Habt ihr ja vielleicht gesehen, die sind mega cool, zumindest von außen. Ich weiß nicht, wie sie von innen sind. Also kurz, uns hat der Urlaub sehr gut gefallen und wir könnten jetzt eigentlich noch ein bisschen da bleiben. Aber es geht nicht. Hannah hat ja Geburtstag und da muss noch ein bisschen was vorbereitet werden, wobei wir erst eine Woche später feiern, weil bei uns ja noch eine Woche Ferien sind und die meisten Kinder noch im Urlaub sind. Deswegen verlegen wir das. Aber Oma kommt ja wie jedes Jahr und ja, da muss ich ein bisschen noch was vorbereiten und deswegen müssen wir heute zurück. Und ich gehe jetzt noch mal rein, dass wir uns alle gemeinsam verabschieden. Die beiden gucken hier noch Fernsehen, aber wir wollten uns gemeinsam verabschieden. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Warum brüllen wir so gegen den Fernseher an? Wahrscheinlich. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen. Jetzt muss ich bloß treffen, ne?